teilen statt haben. Das wird ja in Zeiten von Sharing Economy ganz groß geschrieben und es wird mittlerweile quasi alles geteilt. Autos, Werkzeuge, Häuser und sogar Klamotten. Haben Sie eine Idee, was der Begriff Sharing Economy bedeutet? Nein. Sie? Nein, auch nicht. Irgendwo ist geschäftsmäßig. Hat was damit zu tun, aber was könnte das direkt heißen, Sharing? Ja, wahrscheinlich das Abkommen mit den Amerikanern, oder? Also ich würde es mir nur jetzt erschließen, aber... Mach mal. Naja, Teilwirtschaft. Was wären Sie denn bereit zu teilen? Mein Auto. Wirklich? Ja, sicher. Jetzt direkt, Sie sitzen ja hier, Sie brauchen es nicht. Könnte ich Ihr Auto nehmen? Ja, aber ich wohne im Saarland. To share, teilen. Teile ja nicht. Sie teilen nicht? Aus Prinzip oder was? Ja, genau. Alles, was man teilen könnte, würde ich auch teilen, glaube ich. Ich würde dann vielleicht in Ihre Wohnung kommen. Würden Sie die auch teilen? Könnten auch teilen, ja. Wirklich? Ja. Das sagen Sie jetzt nur. Ja. Ist es schön bei Ihnen? Ja. Fotoapparat? Ja, sowas. Den könnte ich mitnehmen in Urlaub, bringe Ihnen den nächste Woche wieder. Genau. Alles wäre gut. Ja, das können wir so machen. Hast du ein Hochzeitskleid? Nee, leider noch nicht, aber das ist eine gute Idee. Du würdest das Hochzeit, aber ein benutztes Hochzeitskleid? Ja, würde ich nehmen. Ich als Student brauche ein Hochzeitskleid. Wir würden teilen. Ich zum Beispiel trage manchmal deine Bluse und du manchmal meine. Müssten wir nicht mehr so viel Klamotten kaufen. Das wäre richtig, ja. Würdest du machen? Würde ich machen, ja. Warum machen Sie das denn eigentlich noch nicht? Ja, so unter Freunden macht man das ja schon, ne? Aber jetzt mit Fremden natürlich noch nicht. Aber Sie würden? Aber ich würde, ja. Also da wollten noch total viele spontan mit mir teilen. Das Prinzip der Sharing Economy wird von den meisten Verbrauchern für gut befunden, weil man ja einfach auch Geld sparen kann.